Guten Abend! Wir sind die Ärzte aus Berlin! Aus Berlin! Berlin. Und, ich möchte mich gleich erstmal zu Anfang entschuldigen. Wir haben euch nicht etwa aus irgendwelchen blöden Rockstar-Gründen hier 20 Minuten zu lange warten lassen. Wir haben selber auf der Bühne gestanden und gefroren. Es gab ein Arschlochproblem. Aber ein Arschlochproblem, was sich für euch jetzt positiv auswirken wird. Wir werden uns heute nicht vorschreiben lassen, wie lange wir spielen. Ja. Sprich 20 Minuten und tschüss! Nicht, was ihr jetzt denkt. Okay, der Mann der sympathischen Ansagen. Sein Name Farin Urlau. Der Mann, der mit seinem Publikum nur im Schreien kommuniziert. Peter B. Und der Schweigende, der die ganzen Frauen mit nach Hause nimmt. Rodrigo González. So, ich möchte mich mal wissen, wie erkältet ihr jetzt seid, wie viele von euch die nächsten Wochen im Krankenhaus verbringen werden mit Nierenbeckenentzündung. Farin. Let's face it, das Einzige, was wir tun können, ist zu versuchen, dass es das alles wert war, okay? Da seid ihr ein integraler Bestandteil, ihr müsst uns quasi ganz viel Liebe zurückgeben, damit wir in diesem Scheißwetter stehen können und euch zu Tode rocken. Werden wir euch aus euren Gräbern wieder rausrocken, ja, um euch nochmal zu Tode zu rocken. Und das machen wir 27 Mal. Und dann könnt ihr Kurt Kummer in die Hand schütteln. Und zum Beginn, also wir können jetzt auch zu quatschen spielen und wahrscheinlich wieder lieben. Moment, ich gucke kurz auf die Liste. Ah nee, scheiße, es war nur mehr Quatschen angesagt. Gebt uns eine kleine Herzchen, Laola. Einmal die Herzchen von vorne nach hinten. Auf die Plätze. Fertig. Liebe. Oh, genau. Und Jochen. Ja, er braucht Jochen. Und wir brauchen wir euch. Wir brauchen euch. Okay, Leute. Wähler will ich jetzt was zeigen. Das folgende Lied handelt von einer unserer Lieblingsbands. Ja, eine Band, die wir total verehren. Eine Band, die wir öfter mal rasieren. Diese Band hat sich in den 80er Jahren gegründet. Und sie hat damals so getanzt.